Hey Freunde, ihr wisst ja, ich bin nicht gerade der Freund von Werkzeugtesten. Das ist einfach nicht mein Metier, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ich hatte eine mega gute Gelegenheit. Und zwar hat mir Banggood das Angebot gemacht, dass ich von denen ein paar coole Sachen bestellen kann und die für euch testen kann. Und das Gute ist, das ist eine Videokooperation, aber, das, ihr glaubt es nicht, ich darf sagen, was ich will. Das habe ich extra in der E-Mail festgehalten. Wenn das Werkzeug Schrott ist, darf ich es euch auch sagen. Jetzt gucken wir mal rein, weil ich habe mir ein paar coole Sachen ausgesucht, wo ich hoffe, dass das was taugt. So, ich würde gerne mit dem günstigsten Dingsbumsi anfangen. Ich glaube, es war das günstige. Und zwar diesen Leimkratzer hier. Doch bevor wir jetzt Leim kratzen können, müssen wir erstmal was verleimen. So, flatsch, 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 flatsch. Ah ja, da drückt schon richtig den Leim raus. Also das müssen wir jetzt erstmal zur Seite legen. Das heißt, den Kratzomaten testen wir nach einer kurzen Wartezeit. Inzwischen ist mein Leim abgebunden und ich habe das Teil hier schon mal ausgepackt. Leute, was mir gerade aufgefallen ist, ich dachte, das ist ein Plastiktool. Nee, ist es nicht. Das ist tatsächlich auch aus Metall. Ich habe gerade noch gesehen, da ist noch eine Ersatzklinge mit eingeschraubt. Super praktisch. Das ist auch wieder eine vierfache Klinge. Das heißt, die können wir dann auch drehen im Nachhinein, falls eine Seite stumpf wird. So, jetzt versuche ich es erstmal ziehend. Okay. Das klappt jetzt nicht so gut. Schiebend, oh ja, schiebend. So ist es auch abgebildet. Auf der Verpackung ist tatsächlich so eine Art Anleitung drauf. Da ist auch so abgebildet, dass wir hier eher schieben müssen. Und das klappt relativ gut. Ah. Ja, ich weiß nicht. Könnte halt jetzt auch wieder so der typische Fall von Tab stellt sich ein bisschen blöd an sein. Naja, es geht. Also der Leim geht schon weg, aber inzwischen habe ich auch die ganze Oberfläche schon aufgekratzt. Das Werkzeug ist wertig, sagen wir es so, es ist wertig. Aber ich komme jetzt nicht so ganz damit klar mit dem, was es da machen soll, hier den Leim wegkratzen. Ich würde es mir jetzt an sich nicht kaufen, weil ich hier, das mir tatsächlich zu blöd ist, das so zu machen. Aber es funktioniert schon, man kann es schon wegkratzen, mit ein bisschen Gefühl tatsächlich und so. Nächstes Werkzeug. Und zwar ist es hier so ein Rundmach-Dingsbums. Ich verlinke euch die ganzen Werkzeuge in der Videobeschreibung. Es ist sehr gut eingepackt, alles in so richtig schön Schaumstoff und schönen Papierkästelchen. Aber es ist hier natürlich keine Anleitung dabei. Das heißt, ihr bekommt das nackte Werkzeug. Darüber müsst ihr euch im Bewusstsein. Das Werkzeug sieht mir gar nicht schlecht aus. Das sieht mir wertig aus. Es ist alles so aus so... So Aluguss. Ich kenne mich doch nicht aus, deswegen mache ich keine Werkzeugtests. Jetzt guck mal, ob es funktioniert. Das interessiert uns ja. Also man kann jetzt hier ganz einfach die eine Schraube lösen. Dann kann man das verstellen und das Verstellen ist ziemlich cool. Das rastet da immer ein. Also das fühlt sich tatsächlich sehr gut an, das zu verstellen. Dann können wir das verstellen, die Schraube einfach wieder reinmachen und mit zwei, drei Gewindegängen reinschrauben. So stellen wir unsere Lochbreite oder Lochstärke an den Durchmesser. Und wir haben solche Werkzeughalter dabei, die sind ziemlich praktisch. Die heißt, man kann das jetzt hier ranschrauben. Okay, das ist ziemlich easy. Also bis jetzt fühlt sich auch wirklich alles wertig an. Ich habe jetzt einen Vierkantstab. Ich habe jetzt hinten wieder den Penupsler reingedreht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den auf 18 mm runter arbeiten können. Wir haben jetzt hier 20. Machen wir erstmal 20 und dann 18. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Oh, 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 oh. Wow. Okay. Das hat relativ gut geklappt. Jetzt haben sich leider die Dinger hier gelöst. Nicht schlecht. Man muss brutal aufpassen. Ihr seht, hier kommen wir wieder so ein bisschen rein, wenn ich quasi selber schräg komme beim Reinschrauben. Also ich muss selber ganz stark darauf achten, dass ich nicht zu schräg komme, dass ich gerade bleibe. Sonst verjünge ich mir das hier. Deswegen mit ein bisschen Übung könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Jetzt mache ich es noch einmal fest. Und zwar nicht mit den Zwingen hier, die jetzt mir jetzt locker vibriert, sondern mit Schrauben. So, und hier eben ganz wichtig, möglichst gerade halten und nicht nach oben oder nach unten verwackeln, sonst wird es schief. Also bis auf die Mitte hier, wo ich selber verwackelt habe, ist es gut geworden. Jetzt stellen wir hier noch einmal um. Ich möchte ihn jetzt quasi bis auf 18 mm runter hobeln oder schleifen. Das heißt, wir gehen hier hin. Also das Umstellen ist wirklich angenehm. Okay, jetzt habe ich das hier wieder locker geschraubt. Aber ganz ehrlich, hier in der Mitte, da kam ich selbst schräg.
Ansonsten sieht der Stab richtig, richtig gut aus. Das Ding kostet momentan um die 24 Euro, ich sage extra um, weil das haben wir jetzt dann die Preis-Rabattaktion und so weiter, die Preise sinken und fallen und steigen. Im Großen und Ganzen bin ich happy und würde sagen, ja, kann man definitiv machen. Ich räume jetzt hier kurz auf und dann gucken wir uns gleich das nächste Produkt an. Als nächstes machen wir hier diesen Bohrhelfer. Ich habe hier den mega dicken 16er Bohrer, den ich für die Netzbastelbandsäge gebraucht habe. Das würde gehen, dann machen wir doch das gleich mal mit dem fetten Bohrer. So, was haben wir hier dabei? Jede Menge Kleinzeugs. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal dabei solche Stäbe, mit der man jetzt quasi sich so ein Abstandshalterchen machen kann. Die kann man jetzt quasi hier einfach reinschrauben. Und es ist wirklich alles relativ wertig. Also das ist kein Plastikscheiß tatsächlich. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir das nicht erwartet, wenn ich bei Banggood bestelle, dass ich doch so eine Qualität bekomme. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet. Was mir tatsächlich auch wieder fehlt, ist halt ein bisschen eine Anleitung. Ja? Es ist halt hier nichts dabei. Aber guck mal, wie lang die Schiene ist. Das heißt, ich kann jetzt quasi in die Platte, ich kann das ja auch noch umdrehen. Ich kann ja die auch so rum hin machen, theoretisch. Also ich kann jetzt hier ungefähr, ja, ungefähr 80 cm weit rein, Löcher bohren. Bohren, dann schiebe ich ein bisschen rüber, bohren, schiebe ich ein bisschen rüber, bohren und habe hier meinen Anschlag und bin immer genau auf einer Linie und das bis zu 80 cm. Das finde ich nicht schlecht. Hier sind solche Anschlagspinupsel, die könnte ich mir auch an die Stangen machen. Es erschließt sich mir noch nicht genau, wie das funktioniert. Das ist bestimmt auf der Website, sind bestimmt Bilder drauf. Aber nachdem ich die jetzt hier nicht habe, seht ihr, kann man das hier so ein bisschen verstellen. Passt auch wie so ein Anschlag hier auf den Pinupsel dran. Also ist auch wie so ein Anschlag. Dann haben wir hier noch so Mini-Pinupsels. Also hier kann ich jeweils noch so einen Pinupsel reinschrauben. Dann kann ich mir hier vielleicht irgendwie was schräg anlegen. Ist vielleicht genau, um die Mitte zu markieren oder so. Könnt ihr mir auch wieder sagen, wenn ihr es wisst. Und hier habt ihr einen ganz einfachen Höhenanschlag, wo ihr feststellen könnt, wie weit das ihr reinbohrt. Mega easy gemacht. Ich spanne mir jetzt hier mal so ein Holzstückchen hin. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, das ist eine riesengroße Holzplatte, wo ich nicht an der Ständerbohrmaschine bohren kann. Und jetzt kann ich mir das Ding hier aufstellen und kann hier quasi ganz gerade 90 Grad reingehen. Und was halt einfach ziemlich cool ist bei dieser Methode, also mit dem, dass ich den Akkuschrauber drauf machen kann, ich kann das auch mit dem Akkuschrauber machen, weil da war nämlich mein Problem, als ich mir den hier gekauft habe, dass ich den Akkuschrauber hier nicht einsparen kann. Und das Problem habe ich hier nicht. Deswegen finde ich das ziemlich praktisch. Und was ich halt möchte, ich möchte mir halt hier mit meinen Stängchen hier eine Schiene machen können, wo ich wiederholgenau in einer Linie im Tisch drin bis zu 80 cm Tiefe genau eine Linie bohr, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Tischplatte mit Lochraster bohren möchte oder so. Mal gucken, was der Langzeittest sagt, das ist immer wieder ein anderes Thema, aber so für einen kurzen Test mal definitiv brauchbar. Gut, auf zum nächsten Produkt und ich überlege mir jetzt, wo ich das aufräume. Irgendwo muss ich noch Platz haben. So, als nächstes haben wir ein Tool, was ich mir wirklich schon ganz, ganz lange besorgen wollte und zwar für die Führungsschiene von meiner Tauchsäge. Jetzt kann ich mir hier das quasi ganz einfach an meine Führungsschiene ranmachen und dann sollte ich hier einen möglichst einfachen 90 Grad Winkel haben. Ich habe jetzt hier quasi so ein Pinupsel, das machen wir jetzt einfach mal locker. Den schieben wir einfach in die Schiene rein. So. Und dann können wir das festschrauben. Ihr seht, geht ganz einfach händisch. Dann kann ich hier oben nochmal so einen Pinupsel locker machen und hier mir so einen Anschlag verschieben, dass das auf der Tischplatte aufliegt. Wir legen das jetzt hier einfach mal an und machen hier einfach mal einen Probeschnitt über die Tischplatte. Ich tauche nur minimal ein, dass ich mir einen Strich mache. Und dann machen wir mal mit einem Anschlagwinkel und gucken mal, ob wir hier wirklich 90 Grad haben. Also ganz vorne, es geht schon ein bisschen weg. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt da nicht gerade? Ist es mein Winkel? Gehen wir nochmal hier innen rein. Machen wir nochmal weiter innen einen Schnitt und checken das nochmal aus. Ja, auch hier vorne, hier ist schon ungefähr 2 mm schräg. Schlagen wir um. Also es ist nicht 100% gerade. Man muss ganz ehrlich sagen, auf 50 cm ist es einfach um 1-2 mm ein bisschen schräg. Wie genau braucht ihr es? Wie genau, was wollt ihr damit machen? Wollt ihr da wirklich auf lange Schnitte Plattenmaterial schneiden? Dann eher nein. Oder wollt ihr einfach Bretter kappen? Ja? Kurz ein Brett auf 30, 40 cm maximal, also so ein Brett, so eine Bohle, einfach kurz kappen, da anlegen, zack, dran, drüber. Dann finde ich es gut. Also für diese Methode, dass ich irgendwie bloß ein Brett kappen muss, also als mehr oder weniger als Kappsägenersatz, anlegen, schneiden, fertig, gut. Um lange Schnitte damit zu machen, würde es mir zu ungenau werden. Von der Verarbeitung finde ich es gut. Vom Anwenden her finde ich es auch ziemlich gut und schnell zum Anwenden. Das ist wirklich super.
Es ist halt einfach nichts für lange Schnitte. Aber ich habe da noch was mit dabei. Und zwar das hier. Ta-ta-ta-ta. So, ich habe jetzt hier diese Schienen zusammengebaut. Wenn ihr bei Banggood auf der Internetseite schaut, da gibt es tatsächlich einige Fotos und auch von Käufern, die das schon gekauft haben, gibt es auch Fotos mit Bewertungen und so. Von dem her, es ist eigentlich wirklich selbsterklärend, wie man das zusammenbaut. Was können wir jetzt damit machen? Das sind ziemlich coole Dinger. Die Schienen, die kann man jetzt so reinmachen und kann quasi einen parallelen Schnitt machen. Jetzt haben wir hier hinten, ich stelle mal so einen Dingsbums hier vor. Ich habe jetzt hier so Anschlag Pinupsels mit so Stäbchen dran. Es hat sich mir nicht so ganz erklärt, was ich mir vorstellen kann, was ich mit den Stäbchen machen kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt die Schiene irgendwie an eine Wand oder an ein Brett, kann ich mir hier irgendwie einen Abstand einstellen. Aber was das für einen Sinn hat mit den Stäbchen hier drin, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, für was ich hier vorne diese Stäbchen da verstellen kann. Wenn das dem so ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich auch ein bisschen schlauer. Auf jeden Fall kann man die auch noch irgendwie als Anschlag nutzen. Aber es erschließt sich mir noch nicht so genau, wie und warum. Vielleicht komme ich irgendwann mal in eine Situation, wo ich sage, dafür brauche ich also diese Stäbchen. Aber was viel praktischer ist, ich habe hinten die Anschläge und die kann ich mir jetzt genau einstellen. Und zwar, hier geht es hinten bis 1,40 Meter. Das ist sehr lang. Wir brauchen jetzt 89. Das stelle ich mir jetzt hier ein. Gehe hier bündig ran. So. Und schraube das hier fest. 89 und vorne auch. Schiebe das quasi einfach hier so ran bei 89. Stelle mir den hier runter und schraube ihn oben fest. Jetzt habe ich hier quasi vorne und hinten meinen Anschlag, den ich jetzt bis an den Tisch ranfahren kann. Und jetzt sollte ich hier einen schönen Streifen abschneiden können. Da waren zwei Schrauben drin. Da kann jetzt die Schiene nichts dafür. Das war jetzt natürlich super gut fürs Sägeblatt. Wieso waren denn da zwei Schrauben drin? Was soll denn das? So ein Käse. Naja gut, nicht so schlimm. Dafür kann die Schiene nichts. Dann kann man die wieder ganz einfach rausziehen. Wenn die ein bisschen kürzer sind, geht es natürlich leichter, weil die da nicht so verwackeln. Was ich ganz vergessen habe, die kann man auch festschrauben. Hier sind von oben zwei Schräubchen drin, die mache ich jetzt ein bisschen locker. Mit denen kann man das auch fixieren, dass die nicht mehr verrutschen. Und gucken mal, ob ich jetzt vorne und hinten 89 habe. Jawohl, jawohl. Noch kurz drüber hobeln für die Verletzungsgefahr. Gut, dann ist die Kante auch wieder schön. Also hier jetzt die Kombination. Das Teil fand ich schon mega praktisch. Aber die Schienen hier, die sind echt genial, finde ich. Die könnt ihr euch wirklich bei bestem Willen bestellen. Die sind top. Sowas ist mega praktisch. Sowas hätte ich schon ganz oft mir gewünscht, wenn ich große Platten zurechtschneide mit der langen Schiene. Okay, das war's damit. Und jetzt kommt noch ein mega geiles Produkt für euch. Das Werkzeug, auf das ich mich schon mal am allermeisten gefreut habe. Ohohohoho, eine Operation Manual. Eine Gebrauchsanleitung ist dabei. Ah, geil. Ohohoho, das ist massiv. Lecco mio. Oh, das ist mal ein Profil hier. Lecco mio. Wenn es schwer ist, ist immer gut. Hier ein paar Schräubchen. Hier, nee Leute, das ist kein Billigprodukt. Ein Winkelanschlag für die Tischkreissäge. Ich baue den jetzt auch erstmal zusammen. Also mein erster Eindruck von dem Ding ist mega. Also an dieser Stelle, ich habe den jetzt zusammengebaut. Wahnsinn, die Qualität finde ich sehr gut. Wir machen natürlich jetzt gleich mal ein paar Probeschnitte und so und gucken, ob es wirklich auch gut ist, ob es auch genau ist vor allem. Da kann man ausfahren. Mega geil. Die Skala, die oben drauf ist, kann man umdrehen von Inch auf Millimeter, war aber schon auf Millimeter eingestellt. Man kann hier super einfach zwei Schrauben lösen, dann kann man den hier verstellen. Auch die Verstellung fühlt sich super wertig an, die rastet auch immer wieder ein an ein paar Stellen. Mit zwei Schräubchen wieder festgestellt. Wir haben hier vorne einen Anschlag, den wir super einfach verstellen können. Hier unten noch mit so einem Magnet, das man oben und unten befestigen kann. Und man kann den Anschlag auch mega genau einstellen. Ich habe das jetzt quasi so eingestellt, dass ich hier 2-3 mm ungefähr vom Sägeblatt weg bin. So, jetzt kann man den Anschlag hier quasi ganz ranfahren. Wichtig ist, dass der oben die Spitze berührt. Und jetzt kann man den hier nullen. Da kann man wirklich Zehntel genau hier oben, oder was heißt 0,02 genau mit diesem Nonius hier, den wir einstellen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich stelle den jetzt einfach mal hier so ran. So, mir reicht es so. So, jetzt mache ich mal ganz einfache Probeschnitte. Erstmal schneiden wir dieses Brett zurecht auf, sagen wir 250. Komm, 250 stelle ich mir hier ein. Dann kann ich hinten feststellen und kann vorne nochmal feststellen, dass der Anschlag nicht verbiegt, was ich ziemlich praktisch finde. Dann legen wir sie an und machen den Schnitt. Perfekto. Also Anschlag passt. Dann können wir jetzt natürlich auch 45 Grad Schnitte machen. Locker stellen, zurückdrehen, 45 Grad. Da bin ich jetzt auch gespannt. Den Anschlag stellen wir mal weg. Da muss man jetzt natürlich gucken.
Aha, dass wir den so einstellen, dass wir hier nicht angehen, ja. Dann muss ich jetzt den so ein bisschen rüberziehen. Dann muss ich mir im Nachhinein den Anschlag halt wieder neu einstellen. Wenn ich jetzt für die 45 Grad hier reingehe. So. Ich habe nur ein Problem, sehe ich auch gerade. Ich muss vorne meine Schiene ein bisschen breiter machen, weil der da nicht bis vorne geht. Aber das reicht jetzt schon soweit. Das möchte ich jetzt schneiden, genau mittig hier. Gehen wir mit dem Anschlag hier ran, dass uns das nicht verrutscht. Und machen mal einen schönen Schnitt. Dann messen wir mal. Ganz genau 45 Grad. Respekt! So, dann stellen wir ihn wieder zurück. Das geht jetzt eben auch wieder ganz einfach. Hier aufmachen, dann hier aufmachen. Dann ziehen wir den Penupsel zurück. Und dann kann man wieder genau einstellen auf 0. Und hier haben wir sogar so eine kleine Linse, so eine Lupe, dass das ein bisschen größer ist, dass man die Zahlen super gut erkennt. Dann machen wir hier wieder fest und hier wieder fest. Jetzt kann ich mir den Anschlag wieder näher hinstellen. Das ist jetzt kein Problem, aber ich muss halt tatsächlich jetzt jedes Mal, wenn ich wirklich einen 45-Grad-Schnitt machen möchte, hier das wieder neu einstellen. Aber ihr seht, das ist super einfach. Ich gehe jetzt einfach bis an mein Sägeblatt ran, halt, mache ihn fest und null mir das hier vorne. So, dann kann man verstellen. Man kann den Anschlag natürlich auch hochnehmen, wenn man ihn nicht braucht. Gut, also der passt jetzt wieder. Ich kann jetzt quasi, wenn ich meinen Anschlag ganz rausfahre, kann ich hier, komme ich genau auf 480. So, 480. Passt. Und jetzt kann ich den Anschlag hier hinten feststellen, kann das ganze Maß ausfahren und dann kann ich mein nächstes Maß an diesem Pfeil hier abmessen. Weil ihr seht hier, wenn er ganz außen ist, ist er jetzt bei 480 und je weiter, dass ich jetzt rausfahre, haben wir hier das neue Maß. Bis 910 kann man den ausfahren, das ist richtig viel. Jetzt möchte ich mal noch messen, ob der hier auch wirklich 90 Grad schneidet. Ich denke mal schon, weil wir hatten vorhin auf 45 Grad, also wir haben jetzt auch 90 bekommen, aber gucken wir mal. 90, 91, das ist für mich genau genug. Also hier an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, ich könnte euch genau den empfehlen. Natürlich können wir uns an dieser Stelle jetzt auch wieder selbst den Schiebeschlitten bauen, aber wenn ihr euch so ein Ding kaufen wollt, der ist schon geil. Der ist schon richtig gut. Also ich bin jetzt mega happy, dass ich den habe. Ich sag vielen lieben Dank an Banggood, dass sie mir den geschickt haben. Gehen wir nochmal rüber. Also mein heutiges Fazit und meine erste Erfahrung mit Banggood war sehr positiv. Der Versand ging ziemlich schnell. Da muss man aber sagen, wer weiß, ob da ein Influencer-Bonus dahinter war. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ging ziemlich schnell, es ist alles angekommen. Und die Werkzeuge sind sehr wertig. Also ich muss wirklich sagen, es war wirklich nichts dabei, was mich enttäuscht hat. Die sind alle wertig. Mein Top und Flop für heute war. Mein Flop war mehr oder weniger dieser Leimkratzer. Allerdings nicht, weil er schlecht fabriziert ist, also das ist ein wertiges Werkzeug, sondern weil ich mich einfach zu doof anstelle, mit dem Ding zum Arbeiten. Die Schienen waren wirklich top, die finde ich wirklich mega gut, sowas wollte ich schon immer haben. Mein Top allerdings, dieser Anschlagwinkel, gibt es jetzt momentan auch die Rabattaktion und da würde ich euch empfehlen, schaut auch unbedingt in die Videobeschreibung. Da steht alles ganz genau drin, wann auf welche Produkte welche Rabatte zählen. Schaut vorbei, das lohnt sich. Aber das ist ein definitives Top. Also wer das Geld ausgeben möchte für so ein Teil, kann ich wärmstens empfehlen. Ist ein richtig geiles Teil. Danke somit an Banggood, dass ihr dieses Video heute ermöglicht habt. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, dass ich so Werkzeuge teste. Und ihr, liebe Zuschauer, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas in Zukunft vielleicht öfter machen soll. Falls mich Banggood mal wieder anschreibt und so ein Video haben möchte. Also, das war's von mir. Servus, macht's gut, habe die Ehre.